RB Leipzig hat Timo Werner offenbar ein neues Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt. Darin enthalten ist eine kuriose wie spezielle Klausel. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll bei einer möglichen Vertragsverlängerung eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro für 10 europäische Spitzenclubs verankert werden. Dazu sollen unter anderem der FC Bayern München, Juventus Turin und Real Madrid gehören. Ebenfalls würde das Gehalt des Nationalspielers von rund 3 Millionen auf 6 Millionen Euro angehoben werden und damit die Gehaltsobergrenze der Leipziger weiter verschieben. Beim Aufstieg von RB im Jahr 2016 betrug das maximale Gehalt noch 3 Millionen Euro. Bereits im Sommer lehnte der deutsche Nationalspieler ein Angebot für eine Vertragsverlängerung ab, wodurch zahlreiche Gerüchte über seinen vorzeitigen Abschied bei den Bullen laut wurden. Das neue Angebot soll Werner, der 2016 für 14 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Leipzig kam und dort in 99 Pflichtspielen 55 Tore erzielte, bereits seit Dezember vorliegen. Im gleichen Monat hatte der 22-Jährige selbst besonders die Gerüchte über einen Wechsel zu FC Bayern weiter geschürt. Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, wo man hinwechseln kann, sagte Werner nach der 0:1-Niederlage der Leipziger in München. Auf die Nachfrage, ob dieser Verein die Bayern seien, nickte er. Leipzig-Boss Oliver Minzlaff hatte daraufhin in der Sportbild angekündigt, bis spätestens zum Ende der Rückrunde Klarheit haben zu wollen. FC Bayern, Transfers und Gerüchte, Konkurrenz bei Hudson-Odoi. Bisher ist Alphonso Davies der einzige Neuzugang, den der FC Bayern im Winter verpflichtet hat. Gerüchte um mögliche weitere Aktivitäten gibt es aber zuhauf. Spox gibt einen Überblick. Callum Hudson-Odoi, dass der FC Bayern das Chelsea-Juwel verpflichten will, ist längst von offizieller Seite bestätigt. Doch der Deal ist kompliziert und der FCB muss sich wohl mit namhafter Konkurrenz herumschlagen. Der FC Liverpool soll sich laut Informationen der Sportbild mit Hudson-Odoi und seinem Bruder und Berater Bradley Anfang Januar getroffen haben. Auch RB Leipzig wird eine Offerte nachgesagt. Außerdem kämpft der FC Chelsea um sein Talent und bietet ihm ein nettes Salär, laut Spox und Goal mindestens 3 Millionen Euro pro Jahr. Für wen sich Cho entscheidet, ist also noch offen. Benjamin Pavard, der erste Sommertransfer, steht auch schon fest. Benjamin Pavard wechselt vom VfB Stuttgart an die Isar. Kostenpunkt 35 Millionen Euro. Der Franzose erhält einen Vertrag bis 2024. Wie die L'Équipe berichtet, soll der FCB versuchen, Pavard schon im jetzigen Wintertransferfenster zu holen und wäre wohl bereit, 10 Millionen Euro mehr zu überweisen. Reschke dementierte dies, ein vorzeitiger Wechsel ist überhaupt kein Thema. Lucas Hernandez, Sportdirektor Hasan Salihamidžić hat ein Update zum Stand beim Abwehrspieler von Atletico Madrid gegeben. Wir haben Gespräche geführt, es wird weitere geben, so Brazzo in der Sportbild. Aber, dass er im Winter kommt, ist unrealistisch. Damit bestätigte er das, was Atletico-Boss Miguel Angel Gilmarin zuvor im Gespräch mit Spox und Goal ebenfalls ausgeschlossen hatte. Man werde sich aber mit dem FCB zu Verhandlungen treffen. Und Hernandez, ich würde in Erwägung ziehen, morgen zu gehen, wenn ein Projekt mich interessiert, sagte er im Dezember, Le Figaro. Gut möglich also, dass der FCB die Ausstiegsklausel 80 Millionen Euro des variablen Verteidigers 22 ziehen wird. Laut Marca soll er dann einen Vierjahresvertrag bekommen. Adrien Rabiot, 23 PSG, Vertrag läuft aus. Wie die Sportbild berichtet, hat der FCB sein Interesse an Rabiot intensiviert. Informationen des Radiosenders RMC und Sky zufolge gab es bereits Gespräche mit dem Tuchel-Club sowie mit Rabiots Mutter.
Salihamidžić äußerte sich auf das Gerücht angesprochen vielsagend. Sie wissen ja, wie der Transfermarkt ist. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten, so der Sportdirektor zur Bild. Rabiot ist ein interessanter Spieler. Die Gerüchte kommen insofern überraschend, als dass sich der Mittelfeldspieler dem bisherigen Vernehmen nach mit Barcelona über einen Wechsel einig war. Tatsächlich soll aber noch keine Entscheidung gefallen sein. Außer, dass er unbedingt weg will. Dennoch ist unklar, ob Rabiot im Winter oder erst zum Saisonende, wenn sein Vertrag ausläuft, wechselt. Bayerns Chance ist insofern da, weil Barca und PSG seit dem Neymar-Deal nicht gut aufeinander zu sprechen sind. 10 bis 20 Millionen Euro würde er wohl kosten. Timo Werner, 22, RB Leipzig, Vertrag bis 2020. Sein Name fiel schon häufiger in Verbindung mit den Münchnern. Die Gerüchte nehmen wieder an Fahrt auf, weil Werner einen alles andere als glücklichen Eindruck in Leipzig macht. Nach dem Europa-League-Chaos gegen Rosenborg beschwerte sich Werner über die vielen Startelfwechsel von Rangnick. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Wie Box und Goal wissen, zögert Werner auch deshalb mit einer Vertragsverlängerung. Der Nationalspieler weckt bei vielen Top-Clubs Begehrlichkeiten. Die Bayern dürften gute Chancen haben, wenn sie bei Werner ernst machen. Bisher war das nicht der Fall. Der 22-jährige Elfbolitor würde der FCB-Offensive einen Qualitätsschub verleihen. Schwierigkeiten, sich beim FCB einzufügen, hätte er nicht. Werner spielt im DFB-Team mit einigen FCB-Stars zusammen. Der große Haken, Leipzig würde sich im Winter wohl kaum auf Verhandlungen einlassen. Salihamidžić und Co. stehen vor einer Mammutaufgabe. Werner selbst befeuerte nach der 0:1-Niederlage gegen die Bayern die Gerüchte im Gespräch mit Sky. Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, kommt ja nur ein Verein in Frage, wo man hinwechseln kann, erklärte der 22-Jährige. Rangnick, wenn die Bayern finanziell ernst machen, dann, zuletzt meldete sich RB-Trainer Ralf Rangnick in der Causa Werner zu Wort und erklärte, dass Leipzig kaum Chancen hätte, Werner zu halten, wenn der deutsche Rekordmeister den Stürmer unbedingt haben wolle. Wenn die Bayern finanziell ernst machen, dann wird es schwierig, sagte Rangnick vor der dem Rückrundenauftakt am vergangenen Samstag gegen Dortmund 0:1. Neben dem Bayern wurde in der Winterpause auch Borussia Dortmund im MER wieder mit einer Verpflichtung des pfeilschnellen Stürmers in Verbindung gebracht. Angesprochen auf die Gerüchte um ein angebliches BVB-Interesse an Werner, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der dpa, dass Werner offenbar seine Zukunft schon geregelt habe und dass nicht mit uns Informationen des BK zufolge sollen die Schwarz-Gelben generell von einer Verpflichtung Werners absehen.